Horido und Weidmanns Heil, liebe Freunde von der Hunter, für die letzte Folge habe ich mir nochmal Verstärkung geholt. Da ist er, mein treuer Gefährte Spike, Level 26, oh, fast 27 schon. Der wird also dann auch noch ein bisschen was zu tun bekommen und wir rennen jetzt mal hier zum Zelt hin. Und dann schauen wir dort, ja, dann muss ich mir noch die Gänserufer eben auf die Schnellzugriff-Slots legen. Und dann können wir eben hier mit der Gänsejagd auch loslegen. Einiges haben wir ja auch hier schon liegen. Ja, da ploppen die ersten blauen Punkte auf. Mies wie wir sind, aus der Entfernung geschossen. So, ab ins Zelt, nein. Spikey, auch ins Zelt. So, wo bist du? Da bist du, komm. Und da sitzt er, brav. Ah, ich habe keine Leckerlis dabei, die habe ich vergessen. Schade, macht aber nichts. So, hier machen wir uns den hin. Auf die 5 machen wir uns den hin. Waffe war geladen. So, dann müssen wir nur noch schauen. Ja, ist natürlich bei dem Regenwetter ist es nicht ganz so optimal, weil dann sieht man die Gänse natürlich auch nicht ganz so gut. Außer wenn sie hier schon am Boden liegen. Einen Valentinstags-Ballon haben wir auch noch dort liegen. Ja, die Überreste oder nicht die Überreste, sondern das Ergebnis. Wir haben ja noch gar nichts eingesammelt. Das Ergebnis von unserem Gänsemassaker. So, ich höre wieder was. Ah, da hinten. Ich weiß nicht, wie gut man so auf YouTube dann sehen kann. Das ist ja da dann doch ein bisschen anders skaliert und ja, dann eben auch die Qualität ein bisschen runter. Ich kann mal kurz mit dem Fernglas hier rangehen. Da fliegen sie. Ist natürlich auch noch recht weit weg. Also von dem her ist die Frage, ob wir hier jetzt wirklich überhaupt mit dem Anlocken erfolgreich sind. Die fliegen auch eher von uns schon wieder weg. Der kürzeste Punkt ist schon wieder vorbei. Ah, einmal rufe ich noch. Nee, das war nicht erfolgreich. Müssen wir auf die nächsten warten. So. Schnattern wird auch immer wieder leiser. Jetzt eben warten, bis die nächsten kommen. Derzeit könnten wir natürlich eigentlich und Spike auch schon mal die ersten einsammeln lassen. Ah nee, das sind noch die, die wegfliegen. Komm, Spike, das hört sich doch nach einem Plan an. Geh du mal raus. Ich mal raus. Und Fass. So, und dann stelle ich mich hier vorne dran. Dann kann ich zumindest wieder schnell ins Zelt rein. So, da holt er mir das erste Exemplar. Brav. Sammeln wir ein Weibchen. Ja, eben alles Groundwertung, deswegen auch kein CSS. Hilfe, Hilfe. Jetzt wandere ich wieder, ohne Taste zu drücken. Ich muss die S drücken, um stehen zu bleiben. Kommt ab und zu, kommt das auch mal vor. Meistens hilft es, wenn man hier so ein bisschen dann mal im Kreis wandert. Ja, jetzt ist wieder rum. So, nächste. Ist natürlich jetzt schade, dass wir keine Leckerlis haben. Denn die hätte er sich schon verdient. Na komm, das war doch eindeutiges Signal. Und da zieht er los. Da, nächste Gans. Sind ja genügend zur Auswahl. Auch wenn wir mehr Schuss gebraucht haben als da liegen. Doch ein paar Mal. Ja, aber natürlich dann auch ohne Luft anhalten geschossen. Dadurch natürlich auch einiges verwackelt. Und
Dadurch denke ich mal, geht das voll in Ordnung. Ist auch eine der, ja, der Waffen. Oh, okay, Level 27 erreicht. Durchhaltevermögen Level 4. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, da bringt er uns die nächste. Und ich höre Gänse. Da hinten. Okay. Spike, bring noch her. So. Noch einsammeln. Ja, okay. Dann ab ins Zelt schnell. Spike. Ah, was habe ich denn jetzt gedrückt? Nein. Ich wollte, dass du reinkommst. Na gut, vielleicht haben wir ja Glück. Wir kriegen trotzdem welche runtergejagt, runtergelockt. Auch wenn unser Hündchen gerade nicht im Zelt ist. So, komm ins Zelt. Na, kommt. Aber die haben uns wahrscheinlich doch noch draußen rumhampeln gesehen. Gerade mit dem Hund, mit dem falschen Signal dann auch noch. War das leider nichts. Schade. So, was hatten wir da? Einen Rothirsch haben wir da gehört. Oh nee, Quatsch, da habe ich ja jetzt das. Legen wir uns hier mal Rothirsch. Dann versuchen wir uns den jetzt näher zu locken. So, und dann markiere ich mir noch kurz, wo der war. Mach mal, nee, Quatsch hier. Laufweg aus. Da war der. Dann können wir auch Laufweg wieder an. Gut. Ja, da haben wir nochmal gehört. Das war natürlich damit auch nochmal das Gegensignal. Soll ich wirklich kommen? Und wir haben jetzt geantwortet, ja, komm, hier ist voll cool. Und dann warten wir mal ab, bis er kommt. Und durch diese Markierung können wir eben immer wieder auch, wenn wir hier zwischendrin in der Luft ein bisschen rumschauen, einfach aufs Huntermate gucken, ah, da war der Punkt, also aus der Richtung, irgendwo muss er kommen. Der Ruf war noch hinterm Wall, also wir können jetzt definitiv noch keine Sichtung aufnehmen. Wird noch einen kleinen Moment dauern. Aber wir sind ja auch erst bei Folgenmitte, also von dem her kann das noch was werden. Die Gänse werde ich jetzt, ja, die werde ich zwar den Spike, soweit es geht, auch alle einsammeln lassen. Ja, noch ist er voll erholt. Oh, 19.312 brauchen wir dann fürs nächste Level. Insgesamt gibt es 50 Level, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also die Hälfte haben wir schon mal. So, wo kommen die? Ah, da vorne, zwei Stück. Zwei Stück. Ja, komm, wenn das jetzt klappt, dann scheißen wir auf den Hirsch, den ich aber auch schon sehe. Und die kommen. Die kommen. Schade um den Hirsch. Aber da wollen wir mal Gänse, wie man sie richtig schießt und nicht am Boden. So macht man das normalerweise. Dann laden wir wieder nach und eben wie gesagt, der Hirsch ist jetzt natürlich weg. Das hat der gehört. Ich habe ihn hier hinten kurz eben schon mal da hinten langkommen gesehen. Und wir hören die nächsten Gänse. Wo sind sie? Na, da hinten sehe ich was. Die fliegt von uns weg. Die kriegen wir nicht mehr. Die fliegt von uns weg. Aber die zwei, die waren chancenlos. Die haben wir uns schön gekrallt. Habt ihr also sehen können, wie das mit den Gänsen funktioniert, wenn man es ordnungsgemäß macht. Und hier in der letzten Folge habt ihr gesehen, wie man es auch machen kann. Aber dann natürlich
zum Beispiel auch für Wettbewerbe nicht gültig ist. Missionen, wenn es nicht heißt, aus der Luft geschossen, dann gelten die auch, wenn sie am Boden geschossen werden. Aber auch nur dann. Also Mission könnte man hier und da damit sogar erfüllen, wenn nicht der kleine Satz dabei steht, dass sie aus der Luft geschossen werden müssen. So, ich höre wieder was. Weiter links. Ah, da hinten. Ja, die sind noch weit weg. Sind auch wieder zwei, richtig? Ja. Sind auch wieder zwei. Lassen Sie noch einen Moment näher kommen. Jetzt fange ich an zu rufen. Und ich halte den Rufer immer so, dass ich die eben noch über der Hand sehen kann, weil die blinken einmal kurz auf. Oder hier, dass man sie neben der Hand... Und da haben sie geblinkt. Und damit setzen die dann eben zum Landeflug an. Da sieht man also, das Anlocken war erfolgreich. Jetzt hier den Kurzrufer. Das ist so ein Futterruf. Und dann drehen die ihre Runden, kommen hier näher. So, wir müssen schauen, dass wir auch mit der Waffe hinkommen. Na, jetzt da. Geht doch. Und da haben die nächsten zum Landeanflug angesetzt. Die sind jetzt von unseren Attrappen angelockt worden. Da müssen wir natürlich auch unseren... Und da sind nochmal welche auf dem Weg. So viel können wir gar nicht schießen, wie hier ankommt. Na. Du bist mal fällig. So. Spotting Level 8. So, das war jetzt aber nur eine getroffen. Das war jetzt mal, ja, das war jetzt mal schlecht gelaufen. Das war einfach zu viel. Man konnte sich nicht wirklich entscheiden, wo man hinhalten soll. Ich bin mir sicher, dass ich ein paar davon noch angeschossen habe, aber getroffen leider, also zumindest getötet. Runtergekommen ist eben hier nur eine davon. Schade. Schade, schade. Gerade wenn so ein großer Schwarm dann runterkommt, da erhofft man sich doch mehr. Da ist dann auch manchmal schön, wenn man dann die Vorderschaft-Repetierflinte dabei hat, weil man mit der dann natürlich doch ein paar mehr Schuss parat hat. Allerdings braucht die natürlich zum Nachladen länger. Das hier ist eine Halbautomatik, also die ist direkt nachgeladen. So, ich habe doch noch mal was gehört. Aber nur so kurz... Hier blinkt nichts. Nee, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Oder es war ein kurzer Bug. Weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich hätte so einen Gänseschrei gehört. Was sagt denn die Zeit? 13 Minuten. Und kein Schwarm in Sicht. Dann würde ich sagen, dann lassen wir Spike noch ein bisschen was tun. So. Aus dem Zelt raus. Wir auch. Und Fass. Dann schauen wir mal, wo du hinrennst. Na? So, jetzt... Na, jetzt findest du keine, oder was? Bist du doof oder was? Voll der dumme Hund, du. Du kannst es doch. Ja, jetzt hat er endlich eine. Also manchmal muss man das Signal dann auch, oder das Signal, das Kommando dann ein paar Mal geben. Müsste jetzt natürlich schon eine von unseren aus der Luft geschossenen sein. Ja, sehen wir hier kein G, keine Crowns, sondern eine A, eine R-Wertung. Und da gibt es dann auch das CSS. 6,6 Kilo ist in Ordnung. Ich glaube, die größte, die ich je geschossen habe, die war so bei, ich weiß jetzt gar nicht, 8,5, 8,6. So in etwa die Größenklasse. So, komm, hier gibt es noch genügend Gänse, die man sammeln kann. Gänse vielleicht mal die Gänse einsammeln. Ne, 60 kann ich nicht. Hat sich irgendwie nicht so gut angehört wie gedacht. Gut. Groundwertung wieder. Und
Ah, er ist schon leicht angeschlagen jetzt. Vorher war noch voll ausgeruht. Jetzt ist nur noch okay. 150% XP Zugewinn nur noch. Also jetzt kriegen wir nicht mehr ganz so viel Bonus obendrauf. Aber wir lassen natürlich trotzdem sammeln. Gibt ja hier genug zu tun. So, haben wir. Und da sind die 15 Minuten auch schon voll. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde hier noch die restlichen Gänse einsammeln, aber geschossen wird nicht mehr. Deswegen sage ich einfach mal Hallali, Jagdende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.